So, oh, herzlich willkommen zurück. Genau, okay. Kurz als gedacht. Dann mache ich mir doch die Beine auf Eulen aus Metall. Wow. Okay, ich muss jetzt mal alles abgrünen. Oh, ja. Ernsthaft jetzt? Ich kann mit dem Eimer nicht abgrünen. Aber wahrscheinlich, weil es auch eine Sonderfunktion hat. Na gut. Ach Gott. So, hier ist alles weg. Hier fällt mal. Die Pflanzen jetzt auch alle weg, also die Gräser vielmehr. Pflanzen werden ein bisschen übertrieben. Ist ja hier bloß ein bisschen Unkraut. Mehr ist das ja gar nicht. Gut. Oh, ist nur drei breit? Okay, dann mein ganzes Leben war sinnlos. Ja, verkackt. Ich will nicht mal leben. Ja. Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Ach Gott, Leute, das gibt's doch gar nicht. Zuständig gerade. Das ist halt das Problem, wenn man mit mehreren Spielen gleichzeitig spielt, dass man immer die Sachen halt miteinander verwechselt. Danke dafür, Merkel. Ich hier auch noch fast neues Feld anlegen, gell? 1, 2, 3, Lücke, 1, 2, 3. Jetzt hat's behindert. Okay. Wäre das also auch mal wieder sonst gewesen? Alter, ich hab einen Frosch im Hals hier, ist denn los? So, okay.
So, dann brauche ich wieder den Eimer. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das passt. Ah, ich kotze gleich. Oh, ich kotze jetzt schreien. So, wir haben dafür viel zu wenig Sand dabei, um hier alles aufzufüllen. Das ist natürlich auch nett. Also das wird schon mal eine Farming-Folge. Ich glaube, wir brauchen die gesamte Folge jetzt fürs Feld. So, jetzt können wir endlich damit anfangen, womit wir die Folge eigentlich anfangen wollten. Auch sehr schön. So, du kommst abermals weg. Danke. So, können wir schon mal gleich mal alles einpflanzen hier, was wir haben? Gut, überpflanzen geht zum Glück nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es war wieder früher so bei Mindset oder ähnlichem, oder es war bei irgendeinem Subgame, mit einem anderen. Da muss man aufpassen, dass er mal was gepflanzt hat oder nochmal gepflanzt hat. Da hat man praktisch den Samen dann verloren. Aber diesmal ignoriert er dann einfach das zweite Mal klicken. Von daher kann man hier quasi so hochfrequentiert drücken, wie man möchte.
Das macht natürlich das Einpflanzen extrem leicht, weil man darauf dann nicht mehr achten muss. Ist schon nicht schlecht. So. Ah, das ist natürlich Schwachsinn hier. Ist an der Rand gebaut, mag ich nicht. Ist mir zuwider. So. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Nein, ich war noch zu viel. Das werde ich mir nicht verzeihen können. So. Dankeschön. Ich könnte euch schon mal das nächste gleich beantworten. So. Hätten wir das Mikro auch nicht hinter uns? Also wenn das noch nicht passend ist, dann weiß ich auch nicht. So, ja. Oh, was hab ich geschafft? Ich fühle mich hier gerade wie so eine Nähmaschine. Pullover wird genäht, erwarten. Bitte legen Sie später weiteren Stoff ein, wenn Sie dieses Muster weiterführen wollen. Der Nähkopf hat sich verhangen, bitte reinigen Sie die Nadel. Vor allem auch so eins dieser typischen so Kinderklischees, dass praktisch ein Roboter mal so klingt, wie als wenn man sich selber so diese Nase zudrückt. Hallo, ich bin Robotnik. Ich komme vom Planeten Mars. Ich werde euch alle in den Arsch blasen. So, da sieht doch geil aus. Wir werden zwar niemals so viel Fläche gebrauchen, aber egal, das interessiert doch keine, oder? So, jetzt räum ich mir die Scheiße eben ab hier. Sieht mir einfach ein bisschen so blöd aus. Komm mal her.
Mit den Bäumen müssen wir uns also echt mal was anderes einfallen lassen. So in Reihe und Glied aufstellen funktioniert scheinbar nicht. Was ich persönlich doch relativ schade finde. Jetzt gehen wir weg. Oh, Alter, ich fick deine Oma. Ah, hast du davon? Kräfte mich ja noch an, Alter, glaubst ja. Als wenn ich noch den Hauch einer Chance hätte. Danke, 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 danke. So, okay. Ah, mit, ich glaube mal fürs Dach, also jetzt Quatsch, für die zweite Grundfläche, da dürfte es reichen, aber mal fürs Dach müssen wir dann wieder Holz anpflanzen. Aber ich glaube, was machen wir denn in der nächsten Aufnahme erst dann wieder? Da müssen wir dann gucken, wie wir das am dümmsten machen. Die Bäume möglichst effizient anpflanzen. Oder ich mache einfach wieder kreuz und quer, immer schön ein Stück weit auseinander. Dann müssen wir zwar immer relativ weit laufen, aber gut. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Gut, müsste alles gewesen sein. Na dann, Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Danke. Ach da. Ja, siehst du, was wir dann auch noch gleich mal wieder anbauen können, wenn wir gerade schon mal hier beim Feld sind, ist Baumwolle. Denn wir brauchen ja wie gesagt doch noch Baumwolle für unsere Rucksäcke. Das hatte ich leider voll komplett. Boah, Alter, wir haben nur noch. Oh Gott. Wow, das war ja echt clever, das einfach abzuholzen. Oh, Scheiße. Oh Kacke, was habe ich getan? Oh, Roland. Ein Roland, wann kam denn der on? Wann kam der denn on? Wann kam, was? Lalilu. Hi, Ronix, danke nochmal für die Diamanten. Achso. So, genau. So, die stecken wir einfach hier ans andere Ende. So. Stört kein. Ah, das wächst und gedeiht doch prächtig. Ist doch nice. Müssen wir nur noch warten, bis die ganzen Flächen, die wieder auch wieder grün werden. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. So, gleich mal hier ausrumpeln, ausmisten, die ganze Drecksquelle, ganze Gesöcks, ganze Rackarsch. Ja. Da. Nein, hier nicht. Du kommst noch da. Bock. Genau wie du. Und du. Und du und du. So, hier kommt ansonsten soweit. Achso, Holz. Kommen noch nach da. Der ganze Gedöns kommt am besten auch mal nach da. Wobei ich mal ein bisschen Steine hier aussortieren werde. So viel Quatsch brauchen wir gar nicht mehr. Und der ganze Krippel kommt hier unten in die Kiste rein. Das schadet ja keinem. Vor allen Dingen nicht mir. Wisst ihr was, wenn wir hier jetzt mal Knochen haben, denn nutzen wir die Knochen noch gleich mal für einen sinnvollen Zweck. Habe ich eigentlich was? Der Scheiß breitet sich doch auf dem Beet aus? Wie hässlich ist das denn? Okay. Hat er jetzt nicht allzu viel gebracht, egal.
Der Wille zählt. Super. Aber vorhin hatten wir auch noch Knochen gehabt, oder? Wie sind die eigentlich hingekommen? Ach, das ist so, der hat dich auch vorhin, als ich Inventar entmüllt habe, oben draus geschmissen. Wow. Ach Gott. Ah ja, was soll's. Was soll's? Hä? Ach, was mache ich denn da? Das kommt doch hier mit rein. So. Gut, jetzt sieht das Ganze schon mal gar nicht mehr so unordentlich aus. Okay, gut, dann nehmen wir erstmal wieder unser Holz in die Hand und bauen ein bisschen weiter. Das Feld ist ja nun fertig. So, hier unten haben wir alles soweit. Ach so, falsche Taste. Nee, doch, war doch richtig. Hä? Ah. So, eine Reihe noch und dann haben wir es. Alter! Wow! So, das Holz sollte soweit erstmal reichen. Also jetzt nicht das, was wir jetzt gerade in der Hand haben, sondern das, was wir jetzt allgemein mit haben. Könnte denn schon mal reichen? Können wir denn von der ersten Etage schon mal, oder uns bei der ersten Etage schon mal um die Inneneinrichtung Gedanken machen? Quasi schon mal umziehen? Weil mir gerade einfällt, dass wir nicht mal Tür haben, Türen haben. Dass wir nicht mal Tür haben, Alter. Grammatik extrem. So. So, okay. Ja, das heißt, Etage 1 ist schon mal fertig. Dann kommt oben wieder das Dach drüber. Also wird hier doch zweietagig, da ja das andere Haus, was in meinem Klon-Server ist, erstmal Geschichte ist. Mal gucken, was ich da dann hinbaue bei dem neuen Server. Ja, von daher wird das Haus jetzt hier zweietagig. Und hier unten ist ja quasi so Wohnbereich und oben ist ja so Schlaf- und Lagerbereich. Nichtsdestotrotz ist dann ein Wildschwein, das ich mir unbedingt holen muss. Vor allem, weil es über mein Feld rennt. Arschloch. Ach, mach schneller, mach schneller. Nee, das ist richtig. Das da. Dankeschön. So. Gut. Feld haben wir gemacht. Dort ist die erste
Oh, Markus ist auch an. Er sieht da so hanger. Könnte ich eigentlich anfangen, die ersten Sachen tatsächlich rüber zu räumen? Wobei ich mir das lieber schon dann gleich mal fürs nächste Mal aufheben würde, weil eben. Das ist dann ja wieder eine etwas größere Aktion. Ja, von daher kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer geworden ist. Nichtsdestotrotz verabschiede ich mich noch schnell von den anderen beiden hier. Tschüss. Und dann würde ich mal sagen, dürfte die Folge selber erstmal wieder lang genug gewesen sein. Ja, hier ist doch fast eine halbe Stunde. In dem Sinne, schau mal V.